Ja, vielen Dank. Das war der Rundblick in die Länder, in denen gewählt wurde. Und wir gehen jetzt nach Berlin und schauen, welche Reaktionen dort zu beobachten sind und beginnen mit Erhard Schärfer bei der SPD. Ja, Michael, jetzt, ich würde sagen, die Wahlparty ist zu Ende, bevor sie eigentlich angefangen hat. Hier gab es, als die ersten Prognosen, als die ersten Zahlen bekannt geworden sind, im Atrium des Willy-Brandt-Hauses, zwar kurz mal Jubel, als die Zahlen für Rheinland-Pfalz gekommen sind, aber es kam auch ganz schnell wieder die Ernüchterung, als dann die Prognosezahlen gekommen sind für Baden-Württemberg und auch erst recht für Sachsen-Anhalt. Es gab ein großes Aufstöhnen der geschätzt ungefähr 500 Gäste, die sich im Moment hier im Atrium befinden, und das war der Moment, als die Zahlen für die AfD in Sachsen-Anhalt hier bekannt geworden sind. Und seitdem ist man wohl gespannt auf das, was der Parteivorsitzende hier in absehbarer Zeit sagen wird. Er sitzt ja mit der erweiterten Parteiführung, so wie es heißt, seit 16 Uhr schon in der 6. Etage hier im Willy-Brandt-Haus, um zu analysieren, was da auf die SPD zukommt. Hier regiert im Moment, was die Atmosphäre angeht, was die Stimmungslage angeht, eher eine gewisse Fassungslosigkeit bis hin zum Entsetzen. Und das ganze resultiert dann in eine gewisse Ratlosigkeit, was ja nun werden soll. Denn es scheint ja so zu sein, dass fast in keinem, im Prinzip in keinem Bundesland die Lage einigermaßen erkennbar ist und Prognosen für eine künftige Regierungsbildung erkennbar sind. So viel für den Moment aus dem Willy-Brandt-Haus. Wir gucken, ob wir hier weitere Reaktionen einfangen, dann auch mit Spitzenpolitikern aus der Partei. Zunächst unser Blick zur CDU im Konrad-Adenauer-Haus ist Michael Kruntz. Ja, Totenstille herrschte zunächst einmal, als die Zahlen bekannt wurden. Und dann gab es zweimal ganz laute Seufzer hier zu hören, nämlich einmal beim Ergebnis in Rheinland-Pfalz. Man hatte sich trotz allem versprochen, dass es vielleicht Julia Klöckner doch schaffen könnte. Dann gab es den zweiten ganz großen Seufzer, als es dann um Sachsen-Anhalt ging. Denn dieser Seufzer, der bezog sich natürlich nicht auf die CDU, sondern auf die AfD. Mit dieser hohen Zahl hatte hier offenbar auch niemand gerechnet. Und Baden-Württemberg, das war dann sozusagen der Schlusspunkt der Seufzer. Auch dort hat man jetzt in dem traditionellen CDU-Land einen Grünen, der zwar die Kanzlerin kräftig unterstützt hat in den letzten Wochen, aber der nun mal immerhin ein Grüner ist. Und die CDU ist natürlich bei dem Wahlergebnis sehr, sehr unzufrieden. Das war hier im Murren zu hören. Gleich darauf wurde es sehr laut hier, und nicht deswegen, weil gejubelt wurde, sondern weil man heftig diskutierte. Und die Diskussionen, die dürften hier weitergehen, denn noch geht es ja vor allen Dingen darum, wo auch Koalitionen möglich sind. Damit weiter zu Alexander Kähler bei der AfD. Ja, bei der AfD war natürlich hier auch großer Jubel gewesen, vor allen Dingen als das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt hier zwischen 22% und 23% bekannt gegeben wurde über die Fernsehkanäle. Dann kam spontan, wurde skandiert, Merkel muss weg. Das war die Reaktion der AfD. Hier bei mir ist die stellvertretende Vorsitzende der Partei, Beatrix von Storch. Von Storch, sind Sie sehr überrascht über das Ergebnis? Nein, wir sind nicht überrascht. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis. Es ist ein großer Erfolg für die Alternative für Deutschland. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir sind jetzt in Deutschland im Parteiensystem angekommen. Das ist ein großer Erfolg. Und wir bedanken uns natürlich bei unseren Wahlkämpfern, die unter sehr harten Bedingungen hier Wahlkampf geführt haben. Sie sehen, wir stehen hier an einer offenen Scheibe, die deswegen offen ist, weil ein Stein hindurchgeflogen ist. Wir hatten wirklich widrige Bedingungen. Insofern, wir freuen uns, dass wir den Wahlkampf so erfolgreich bestritten haben. Und wir bedanken uns auch bei den Wählern für das Vertrauen, was sie uns entgegengebracht haben. Möglicherweise haben Sie jetzt das Kunststück fertiggebracht, dass Sachsen-Anhalt, wenn die Grünen, die FDP noch rausfallen, fast unregierbar wird. Ja, die Regierungsbildung, das müssen wir uns noch genauer angucken. Wir haben jetzt die ersten Hochrechnungen, das wird man sehen. Aber zunächst mal haben wir Wahlkampf für die Alternative für Deutschland gemacht. Und es war wichtig, dass diese Partei jetzt ankommt. Und sie ist jetzt angekommen. Sie ist jetzt nicht nur im Osten, sondern sie ist eben auch in den westdeutschen Flächenländern angekommen. Und ich denke, dass das ein wichtiger Beitrag für die Demokratie ist. Denn wir brauchen wieder eine Partei, die auch die Rolle der Opposition zunächst übernimmt. Und das haben wir uns fest vorgenommen. Zwei Drittel Ihrer Wähler sind mutmaßlich Protestwähler, die eigentlich ja andere Parteien wählen. Wie wollen Sie die denn jetzt auf Dauer halten? Ja, das ist eine Mutmaßung. Wir müssen uns die Wählerwanderung ankommen. Die Wählerwanderung zuletzt waren so, dass wir große Teile aus der CDU gewonnen haben, auch aus der SPD, auch aus der FDP, auch von den Grünen, von den Linken. Diese Menschen haben früher andere Parteien gewählt und wählen jetzt uns. Sie werden ja nicht zu Protestwählern, weil sie uns wählen. Insofern, das ist eine Idee, die einfach behauptet ist. Ich denke, wir haben eine gute Programm aufgestellt. Wir sind auch für unser Programm gewählt worden, das wir in allen Ländern aufgestellt haben, und das ist honoriert.
ignoriert worden. Soweit Beatrix von Storch, die stellvertretende Vorsitzende der AfD. Danke, dass Sie da waren. Und wir geben zurück zu Michael Hirz nach Bonn.